Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr es wahrscheinlich am Titel erkennen könnt, geht es heute um die Exotenhaltung, um die kontroverse Diskussion, ob Exotenhaltung verboten werden sollte oder nicht. Und dieses Thema war wirklich schon immer extrem kontrovers und immer wenn irgendwo eine Schlange ausgesetzt wurde oder eine Echse, ist es immer wieder die Diskussion entfacht wie, ja, alle exotischen Tiere gehören verboten, solche Tiere hält man sich nicht, solche Tiere sind für die Allgemeinheit gefährlich, solche Tiere werden haufenweise geschmuggelt, solche Tiere können nicht artgerecht gehalten werden und die Tierhaltung dieser Tierarten ist immer Tierquälerei. So, und heute möchte ich mich einfach mal zu diesen Vorwürfen stellen, beziehungsweise diese Fragen auch beantworten und da auch wirklich kritisch, aber vor allem sehr fundiert herangehen. So, und zurzeit nimmt es stark in der Presse zu. Ich habe auch letztens nur innerhalb von 2 Wochen 5 verschiedene Artikel gelesen zum Exotenverbot. Also das nimmt irgendwie zurzeit stark zu und auch diese Stimmung von den Leuten, die das lesen, die schwappt extrem über, vor allem wenn man auf Facebook schaut. Okay, diese Plattform sollte man eh meistens meinen, aber was man da teilweise für Kommentare liest und für Argumente, die sind auch selbst für mich wirklich zum Haaresträuben. Und deswegen ist mir einfach dieses Video wichtig, damit ich euch einfach die Thematik etwas näher bringen kann. So, was ist unter Exoten eigentlich gemeint von der Presse und von extremen Tierschutzorganisationen? Hauptsächlich Schlangen, Echsen, Schildkröten, also hauptsächlich Terrarientiere, aber auch Papageien, Sittiche und einige Fischarten. Wenn man aber den Begriff Exoten ganz genau nimmt, dürfte man die meisten Haustiere, die man sich so hält, auch gar nicht halten. Und das finde ich teilweise auch recht lustig, dass einige Leute so extrem gegen Exotenhaltung sind, aber selbst sich Meerschweinchen, Hamster halten. Oder eine exotische Katzen- oder Hunderasse. Auch Wellensittiche sind Exoten, ja, das sollte man einfach bedenken. Und ich finde das extrem lustig, wenn diese Leute so extrem gegen, ja, Exoten wettern wie Schlangen, Spinnen oder andere Echsen. Und man dann beispielsweise sieht, dass diese Person sich 2 Chihuahuas hält. Chihuahuas, die kommen, glaube ich, nicht aus Deutschland. Mexiko, sind wohl Exoten. Mist, verdammt aber auch. Dann schauen wir uns mal, wo kommen denn Meerschweinchen her? Sind ja extrem beliebte Haustiere in Deutschland und da wettert ja wirklich niemand dagegen, dass man sich keine Meerschweinchen mehr halten soll. Wo kommen denn Meerschweinchen her? Moment, ich muss das mal schnell googeln. Meerschweinchen, Ursprungsland. Alles klar. Oh, Südamerika. Klingt auch sehr exotisch. Wie sieht es eigentlich mit dem Hamster aus? Goldhamster, Ursprungsland. Oh, auch hoppla. Syrien, Türkei. Also solche Tiere dürftet ihr euch dann auch überhaupt nicht halten. Also ja, sorry Frau mit den 2 Chihuahuas. Wie wäre es beispielsweise mit einem Schäferhund oder Dackel? Ist beispielsweise nicht exotisch. Ja, ich glaube, ihr versteht einfach, worauf ich einfach hinaus will, dass einfach so viele Heimtiere exotisch sind. Ja, auch Wellensittiche kommen ursprünglicherweise aus Australien. Es kommt immer darauf an, wie man die Tiere hält und ob man sie auch artgerecht halten kann und nicht aus was für ein Ursprungsland das jeweilige Tier kommt. Dann mit eins der größten Hauptargumente zum Verbot von Exotenhaltung. Dieses lautet, dass man exotische Haustiere fast so gut wie nie artgerecht hält. Ja, ich finde, so gut wie nie artgerecht hält ist ein wirklich sehr, sehr vager Begriff. Und schwarze Schafe gibt es wirklich überall. Beziehungsweise gibt es auch so viele Schlangen, Echsen, Spinnen und Schildkrötenhalter, die ihre Tiere wirklich top halten. Ja, und dann kann man nicht einfach mal alle verallgemeinern. Zum anderen, wie viele Heimtiere werden denn nicht artgerecht gehalten, beziehungsweise auch ausgesetzt? Ich war selbst im Tierschutz und wir hatten nur einmal den Fall, wo einfach Tierschildkröten zu uns gekommen sind, die einfach wirklich in einem sehr schlechten Zustand waren. Aber hauptsächlich waren das Kleintiere tatsächlich. Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen oder auch teilweise Hunde und Katzen, die oft ausgesetzt wurden, die einfach irgendwo angebunden wurden. Aber komischerweise sagt da wirklich irgendwie nie was. Zum Beispiel habe ich da nie irgendeinen Pressebericht gefunden, wo es hieß, ja, wir haben einen ausgesetzten Hund gefunden, verbietet komplett die Hundehaltung. Das ist
das wird zum Beispiel auch komplett an den Haaren herbeigezogen. Aber wenn zum Beispiel eine kleine Schlange ist oder eine Echse, da geht es natürlich wieder mal, ja. Und man kann natürlich auch Exoten artgerecht halten, wenn man den nötigen Platz hat, wenn man sich vorher gut informiert, sich gut mit der Materie auseinandersetzt. Es werden auch wirklich so, so viele Heimtiere nicht artgerecht gehalten. Natürlich gibt es Reptilien, die falsch gehalten werden. Natürlich gibt es Schlangen, die in ein viel zu kleines Terrarium gesetzt werden. Ja, ich habe auch schon einen Kommentar bekommen. Ja, gib halt der Schlange viel weniger zu essen, dann bleibt sie klein und dann musst du nicht so viel Geld in ein großes Terrarium investieren, wo ich mir einfach nur dachte, bitte, schaff dir bitte niemals ein Haustier an. Ja, also das war wirklich so daneben. Oder einfach Tiere, die, um die sich einfach so schlecht gekümmert wird, die falsches Licht bekommen, wo die Halter uninformiert sind, was die Tiere an Temperatur bekommen. Aber wenn ich dann auf die andere Seite schaue, einfach mal in den Kleintierbereich, wie oft sehe ich dann ja zwei Kaninchen, beziehungsweise oft nur ein Kaninchen, das arme Tier, was in einem 120x60 kleinen Käfig gehalten wird, irgendwo im Kinderzimmer in der Ecke sitzt, nur Trockenfutter bekommt und wenn es mal Glück hat, einmal die Woche mal raus darf und sonst nur geknuddelt wird von einem Kind, was eigentlich wirklich kein Kinderspielzeug ist, so ein lebendiges Tier. Wie oft gibt es denn dieses Szenarium in deutschen Haushalten? Aber natürlich, dagegen sagt wirklich niemand was, außer natürlich Leute, die sich mit der Thematik auseinandersetzen, Tierschützer, denen das einfach bewusst wird, Leute, die aufklären, dass man die Tiere so nicht artgerecht hält. Aber ansonsten kräht wirklich kein Hahn danach oder wenn ein einzeln gehaltener Wellensittich in so einem winzigen Käfig sein restliches Leben hocken muss, ja, das schert wirklich auch niemanden. Aber wehe, du hältst eine Schlange, eine Echse, eine Schildkröte oder ein paar Fische, da ist das Geschrei groß. Wie kann man sich solche Tiere anschaffen? Die gehören in ihre natürliche Umgebung. Ja, aber man muss ja auch nicht zu den Kleintieren schauen, wie manche Hunde einfach gehalten werden. Mit denen wird überhaupt nicht spazieren gegangen. Die werden einfach auf den Balkon gesperrt oder müssen ihr ganzes Leben im Garten verbringen, ohne irgendwie Aufmerksamkeit vom Besitzer. Das ist eben genauso schlimm. Und darauf will ich hinaus, schwarze Schafe gibt es überall. Man kann da nicht sagen, ja, nur weil ein paar Schlangenhalter bzw. Echsenhalter ihre Tiere falsch gehalten haben, verbieten wir das jetzt für alle Halter komplett. Ja, das ist komplett irrsinnig, weil es einfach solche schlechten Halter bei jeder Tierart gibt. Und vor allem bei kleinen Tieren ist diese Rate leider Gottes wirklich verdammt hoch. Und das muss man dann einfach so sagen. Dann wird häufig als Argument gebracht, ja, die exotischen Tiere, da man sie so oft als Haustiere hält, gibt es sie in der Wildbahn gar nicht mehr so oft, beziehungsweise sind sie deswegen vom Aussterben bedroht. Oder diese Tiere werden unter schlimmen Bedingungen geschmuggelt und hier verkauft. Natürlich, sowas finde ich, geht überhaupt nicht. Also irgendwelche geschmuggelten Wildtiere, das ist auch ein komplettes No-Go, aber da gibt es auch in Deutschland so, so viele Züchter, die einfach viele Reptilien und andere exotische Sittiche und Papageien züchten, wo man diese Tiere überhaupt nicht irgendwie illegal importieren muss. Und ich finde auch, das gehört auf jeden Fall stark bestraft. Aber wie gesagt, da muss ich nicht mal zu den Exoten schauen. Schaut einfach her, der Welpenhandel wieder einfach boomt. In Osteuropa werden die Hunde unter katastrophalen Bedingungen ja vermehrt und dann einfach nach Deutschland gekarrt, weil einfach jeder einen süßen Welpen für 400 oder 600 € will. Klar, das sind eben meistens die Leute, die auf eBay Kleinanzeigen einen Rassewelpen für nur 200 € suchen. Aber auf der anderen Seite den Import von exotischen Echsen, Reptilien verurteilen. Ja, beides ist natürlich nicht okay. Aber ich möchte euch einfach aufzeigen, wie es einfach ungleich ist. Das ist dieselbe Problematik wirklich wie mit den Listenhunden. Wenn zum Beispiel ein Listenhund jemanden anspringt, zack, ist es sofort in der Tageszeitung. Aber ein Hund einer anderen Rasse wird es nicht mal im Lokalblatt erwähnt, wenn er zum Beispiel ein Kind schwer beißt. Das ist halt einfach so die Presse. Ja, was will man dazu sagen? Aber auf jeden Fall verurteile ich sowas natürlich auch. Also solche Schmuggelimporte, das geht wirklich überhaupt nicht. Und es sollte wirklich ganz streng bestraft werden. Allgemein sollte man in Deutschland, finde ich, kein Tier ohne Papiere kaufen dürfen. Also jedes Tier, was in Deutschland verkauft werden darf, sollte unbedingt Papiere enthalten, wo einfach angegeben ist, aus welchem Ursprungsland es kommt und dass man einfach sowas einnimmt. Auf der anderen Seite wird auch oft gegen die Haltung von gefährdeten Exoten geschimpft. Ja, das sind zum Beispiel Tiere, die auf der roten Liste sind, weil die Abholzung stark stattgefunden hat. Das sieht man auch zum Beispiel bei den Aras.
dass einfach so viele bedroht sind. Es gibt schon auch schon so viele unzählige Aderarten, die aufgrund dessen ausgestorben sind. Aber da finde ich auch eine Exotenhaltung nicht unbedingt ganz verkehrt, weil es gibt natürlich Leute, die bei sich zu Hause erfolgreich die Tiere nachzüchten, sodass diese Tierart überhaupt erhalten bleibt. Ja, ich kenne auch hier in Deutschland ein paar Hyazinthaderzüchter, die wirklich sehr, sehr viele Nachzuchten gezogen haben und das ist einfach verdammt wichtig für den Erhalt dieser Art und da finde ich, sollte man das eingeschränkt erlauben, wenn es wirklich eine sachkundige Person ist und wenn sich diese Person die Tiere in einer artgerechten Umgebung halten kann. Und weil sich diese Person diese Tiere halten will, um einfach Nachzuchten zu ziehen, die wirklich für den Artbestand extrem wichtig sind. Dann wird auch sehr, sehr stark gegen Tierbörsen gewettet, also Reptilienbörsen, die bekannteste in Hamm, wo sehr, sehr viele Züchter und Reptilienverkäufer dort vertreten sind. Dort wird kritisiert, dass einfach jeder da reinkommen kann, sich ein Tier kaufen kann, ohne dass man schaut, ja, wo landet das Tier? Kommt es in einen kompetenten Haushalt? Kommt es zu einer Person, die sich wirklich mit der Tierart auskennt und sie auch entsprechend gut halten kann? Ja, ich finde, diese Kritik ist natürlich berechtigt, aber man muss einfach nur mal kurz in deutsche Zooläden schauen. Ja, es gibt mehrere Zooläden in jeder größeren Stadt. Da ist es eben genau dasselbe. Da kann wirklich auch jeder Hinz und Kunz kommen und nach einem kurzen, dreiminütigen Gespräch ein Hamster sich erwerben, ja, da wird auch meistens überhaupt nicht geschaut, wo kommt das Tier hin, passt es in die Lebensumstände, kann man es überhaupt artgerecht halten und so weiter, ja. Ich habe euch ja schon mal ein Video zu Tierhandlungen gemacht und zu Zooläden gemacht, aber hier auch nochmal, ja. Meistens wird dann auch noch ein viel zu kleiner Käfig mit angedreht, mit überhaupt nicht artgerechtem Futter und Zubehör aus Plastik und all. Aber da schreit wirklich auch fast überhaupt kein Hahn danach. Da schreibt auch fast so gut wie keine Zeitung darüber, dass diese Leute da genauso reinspazieren können und sich genauso ein Tier einfach in ein paar Minuten erwerben können, ohne dass irgendwas überprüft ist. Ja, ich finde auch beides nicht okay. Ich finde überhaupt, dass es überhaupt keine Zooläden bzw. Tierhandlungen geben darf, dass jeder zukünftige Halter mindestens einen Sachkundenachweis hat, egal um welche Tierart es sich handelt, weil bei jeder Tierart wird einfach viele Fehler gemacht, bei jeder Tierart gibt es schwarze Schafe, Halter, die das Tier nicht artgerecht halten, zu wenig informiert sind und so weiter und aus diesen Gründen ist einfach sowas meiner Meinung nach sehr wichtig. So, dann kommen wir auch zu dem Argument, ja, diese Tiere darf man überhaupt nicht halten. Sie können ja für den Menschen gefährlich werden, ja, vor allem wenn man sich Gifttiere hält. Ich bin da wirklich der festen Überzeugung, dass die meisten Gifttierhalter, ja, verantwortungsbewusster sind als die meisten, ja, Tierhalter, die kein Gifttier haben. Weil bevor du dir zum Beispiel eine giftige Schlange holst, musst du dich jahrelang damit auseinandersetzen. Du brauchst einen Mentor, der dir wirklich das Handling zeigt und so. Du kannst den Kauf nicht von heute auf morgen machen. Und es ist auch, glaube ich, so in den meisten Bundesländern so geregelt, dass du da auch mindestens eine Sachkunde brauchst. Und das ist auch richtig so. Zur anderen Seite, klar haben die meisten Menschen Angst. Ja, was ist, wenn mal so ein giftiges Tier entwischt und mal einen Menschen beißt, ja? Aber schaut doch einfach mal auf die Statistik, wie viele Menschen durch Gifttiere in Deutschland jährlich verletzt werden und wie viele Menschen in Deutschland durch beispielsweise Hunde oder Pferde verletzt werden. Ja, das ist wieder, ja, das typische Thema. Ihr seht einfach, worauf ich hinaus will, dass man einfach diese Argumente, die gegen die Exotenhaltung sprechen, wirklich auf jedes beliebige andere Heimtier einfach vollkommen übertragen kann. Und dann hätten wir noch eines der letzten großen Hauptargumente und dieses lautet, ja, wenn du dir ein exotisches Haustier kaufst, die Ausstattung kostet doch Unmengen, so ein großes Terrarium ist doch so teuer, die Stromkosten und alles. So, jetzt mach dir mal Gedanken, wenn du dir zum Beispiel einen Hund anschaffst, zum Beispiel Venero in seiner Größe, ja. Dieser Hund braucht auch seine Ausstattung, du musst jährlich Hundesteuer zahlen, allein das Futter. Du willst deinen Hund auch nicht mit billigem Paddy ernähren, sondern er braucht dann auch was Hochwertiges. Tierarztkosten können bei jeder Tierart mal enorm steigern, ja, und das ist auch bei vielen anderen Tieren, ja. Du kannst auch keinen Hamster in so einen winzigen Käfig stecken. Ein Hamster braucht beispielsweise auch ein entsprechendes Nagarium. Ja, und wenn du dir zum Beispiel zwei Katzen hältst und diese einfach auch in den Garten können,
den Garten katzensicher zu machen, das kostet dich natürlich auch einiges. Und das kann man wiederum, wie gesagt, wieder auf fast alle Heimtiere übertragen. Natürlich ist es extrem wichtig, die Problematik anzusprechen, dass einige Tierarten oft nicht artgerecht gehalten werden, aber es werden wirklich bei jeder Tierart sehr, sehr viele Arten nicht artgerecht gehalten und am meisten ist es wirklich auch bei den Kleintieren. Und wenn man da wirklich dagegen was machen will, bringt es nichts, jetzt irgend so ein Verbot rauszuhauen, sondern wirklich auch darauf zu achten, ja, dass die Halter einfach geschult sind, einfach einen Tierführerschein in Anführungszeichen machen, beziehungsweise mindestens Sachkunde nachweisen müssen, bevor sie sich so ein Tier überhaupt anschaffen. Das beugt zum Beispiel extrem Spontankäufe vor, weil du dich einfach automatisch sehr viel mit dieser Tierart auseinandersetzen musst. Dir müssen die Haltungsanforderungen bewusst sein, ja, und jedes Tier, was irgendwo erworben wird, das sollte auch registriert werden auf den Tierbesitzer. So könnte man beispielsweise Leute schneller ausfindig machen, die irgendwo ein Tier aussetzen und diese dann entsprechend hart bestrafen. Weil wenn ich zum Beispiel sowas sehe, dass einfach so eine Schlange in der Plastikbox irgendwo ins Gebüsch geschmissen wurde und die da tagelang sich elendig gequält hat, bis sie einfach gestorben ist, da blutet mir einfach wirklich das Herz und da wünsche ich einfach, dass dieser Person sowas einfach auch geschieht, ja, weil sowas macht man einfach nicht, sowas ist unmenschlich, aber das ist genauso unmenschlich, wenn man einfach einen Hund irgendwo in den Keller einsperrt, man aussieht und diesen Hund da einfach verwahrlosen lässt, dass dieser verhungert oder wenn man seine Freigängerkatze nicht kastriert hat und die einfach mal Kitten bekommen hat, dass man diese irgendwo im Winter im Wald aussetzt, wo sie dann einfach auch leider Gottes sterben. Sowas macht man wirklich nicht und das Effektivste gegen solche Tierquäler ist doch einfach wirklich ein Tierführerschein, weil sowas einfach diese Problematik sehr, sehr stark eindämmen könnte. Und wenn einfach Leute fragen, ja, wieso willst du eine Schlange als Haustier? Es gibt doch so viele andere Haustiere. Dann frage ich auch, ja, warum willst du einen Hund als Haustier oder warum willst du einen Hamster? Ja, also das ist eine total bescheuerte Frage. Interessiert sich stark für eine besondere Tierart. Es gibt auch sehr, sehr viele Leute, denen ein Haustier reicht, was sie einfach nur anschauen können, ja. Zum Beispiel Meerschweinchen werden so oft als Kindertiere verkauft. Dabei sind es auch reine Beobachtungstiere, die so Kuscheleinheiten oder so eigentlich überhaupt nicht mögen und das Verhalten von den Meerschweinchen dann sehr oft falsch interpretiert werden. Und das ist da auch einfach meine Meinung, wenn die besagte Person einfach wirklich top informiert ist, dass sie wirklich ein sehr, sehr schönes Gehege hat, beziehungsweise Terrarium, eine riesige Voliere hat, dann lasst diese Person auch einfach diese Tiere halten, wenn man einfach sieht, dass es diesen Tieren gut geht und dass dieser Halter wirklich mehr als verantwortungsbewusst ist und dem wirklich das Wohl seiner Tiere einfach extrem am Herzen liegt, ja. Und das war einfach heute mein, ja, Auskotzvideo zu dieser Thematik, weil ich das einfach in letzter Zeit so oft gelesen habe und ich einfach mal einfach mit diesen ganzen Vorurteilen einfach mal aufräumen wollte und euch einfach zeigen wollte, ja, dass eigentlich so gut wie jedes Argument, was einfach gegen diese Exotenhaltung stimmt, auch einfach bei unserer Heimtierhaltung oft anzutreffen sind. So, ich hoffe, das Video war für euch heute informativ. Wenn ihr zum Beispiel auch jemanden kennt, der so extrem gegen Exotenhaltung ist, aus diesen besagten Gründen, klärt diese Person auf, macht ihn auch sensibel für die Heimtierhaltung, zum Beispiel wenn ihr irgendeinen Freund, Freundin habt, wo ihr einfach seht, dass die Kleintiere zum Beispiel nicht entsprechend gehalten werden. Ja, Tierschutz fängt ja wirklich persönlich bei jedem Einzelnen an. Es fängt immer da an, wie man selbst seine Tiere hält. Und ja, das war einfach heute mein Statement zu dieser Thematik. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen, war informativ. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende und ciao!